nächste Fertilize dort machen. Wo ich halt jetzt mal ganz kurz gucken muss. Es könnte natürlich auch sein, dass erstmal hier noch ein bisschen Licht fehlt. Müssen wir uns halt mal ein bisschen beobachten. Kann ich trotzdem weiter mit anpflanzen. Wir brauchen nämlich einiges an Weizen noch. Ach ja, damit wir uns halt ein Nesting-Pad machen können. Erstmal ein Nest und dann Nesting Pen. Dann können wir ja ein bisschen Conduit Binder machen. Wir haben ja das Pulsating Iron Ingot bekommen. Dann können wir uns halt ein paar Item Conduits schon machen. Ich wollte jetzt bloß auf Nummer sicher gehen, nicht, dass hier gleich wieder Wayne Miner aktiv ist. Und dann wird alles runterrieselt. Falsche. Und trotzdem mal durchgucken, aber nein. So ist aber immerhin immer noch. Nein, Dankeschön. Hat halt wenigstens wirklich gehofft, dass wir noch auf Eisen oder so stoßen. Aber dafür bin ich doch bestimmt noch einiges zu hoch. Sehr wahrscheinlich. Ich habe den Bärbel gar nicht rausgenommen. Mal, da kommen nämlich gleich unseren Stein noch rein. So, noch ein bisschen hier rein, Mike. Ich denke mal, hier wird es jetzt gerade keinen stören. Dankeschön. Dass wir halt hier mal ein bisschen weggenommen haben. So, ja, wer so sagt, weiß immer noch nicht, was er machen soll. Doch, eigentlich schon. Allerdings, wir brauchen viel mehr Weizen. Prozent.
Das sind doch die Würmer viel effektiver. Und ich muss jetzt mal noch ein paar Äpfel reinziehen. Nom 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 nom. So. Binder. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da direkt rauskommen. Ob es direkt halt wirklich nur eins ist. Oder zwei rauskommen, okay. So, jetzt machen wir hier draus, dass man Nuggets. Und dann müssen wir halt warten. Beziehungsweise können wir schon mal des Weiteren eine Small Storage Create machen. Sub, 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 sub und so, dass da halt das Hühnchen drinne seine Arbeit verrichten kann. So, Binder, Binder. Und davon brauchen wir halt Nesting Pen. Brauchen wir halt 27 Weizen, wir haben 14. Ist nicht viel. Da kann man halt einfach mal so eine Wasserkanne machen. War das jetzt mit Slabs? Nein, war mit Planken, okay. So, dass wir uns mal doch noch ein bisschen Weizen ranholen können. Leicht verschnellert. Weil die Würmer funktionieren nämlich auf den Fertilize dort nicht. Ich muss aber schnell schlafen gehen. Nicht, dass halt wirklich noch Mobs erscheinen und uns so viel brauchen wir ja nicht mehr. Wir brauchen nur noch 8. Besser gesagt, da können wir wenigstens dann noch schnell das Nesting Pen in dieser Session machen. Ich mache mal gleich nochmal Video Settings, Particles All. Und warum sehe ich hier gerade keine Partikel? So. Da kann ich nämlich die Welt mal ein bisschen laufen lassen. Mal offscreen. Wir brauchen erstmal. So.
Da haben wir nämlich das Nesting Pen und dann brauchen wir halt noch etwas Rohholz. So, Extract always activated. Und dann setzen wir halt unser Hühnchen hier drauf. Was in ungefähr 3 Minuten 30 den nächsten Drop bringt. Und wir haben halt, glaube ich, auch noch andere Chickens drin, wie zum Beispiel das Sandchicken. Kann nicht gebreedet werden, das kann man halt wirklich nur finden. Und ich falle die lieben gerne fast runter. Und ja, der Wald brennt da ab. Okay. Mal ein bisschen noch umsortieren. So, dann werden wir jetzt die letzten 5 Minuten dieses Aufnahmetext mal noch ein bisschen Erde abtragen. Muss ja auch gemacht werden. So. Und da muss man halt noch eine Steinspitzhacke später machen. Oder ich mach's halt. Und wir machen es dann halt in den nächsten Aufnahmetext. Das kann auch sein. Nichts ist unmöglich. Aufnahmetake. Bei 1, 2, 3. Wenn wir dann noch eins hochkommen, sind wir bei 4. Das müsste eigentlich eine gute Höhe sein für ein Dach. Also quasi wäre das hier die Dachhöhe. Da können wir auch 2er hohe Fenster machen. Und jeweils einen Block unten, einen Block oben Abstand. Ach, schlimm. Wenn man nicht ganz genau weiß, ob man es abbauen sollte oder nicht. Sagt einem das Spiel, nein, das hättest du jetzt nicht so abbauen sollen, unbedingt. Naja gut, dann füllen wir halt noch ein bisschen was auf. Ich denke mal, jetzt müsste ja auch kein Wayne mal nochmal drin sein. Dankeschön. So, ja, wer so sagt, weiß immer noch nicht, was er machen soll. Doch, Erde schippen. Vielleicht gehen wir sogar dann doch noch ein bisschen weiter rein. Das müssen wir dann allerdings später sehen. Okay, irgendwie droppen wir halt hier auch Skulls raus und Knochen. Weiß jetzt nicht, ob durch welche Mod das kommt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne in das Kommentar rein.
Demzufolge werden wir das Hühnchen dann doch nochmal umlegen. Umverlegen. Vom Platz her. So, wir können aber nochmal kurz reinändern. Und schon haben wir Chicken Dung. Mit dem wir dann auch noch was machen können. So, auf jeden Fall haben wir es dann so weit, dass wir den Boden reinbekommen. Größtenteils. Ach ja. Hier muss ja auch noch einiges weg. Könnte knapp werden mit den Schaufeln. Gut, wir haben ja einmal gefällt mit dem Rainminer. Aber geht auch alles gut voran. So. Und da müssen wir halt doch noch einiges an Holz farmen. Da wäre halt wirklich die Bonsai-Mod, die wir drauf haben, schon doch schon relativ gut. So, da kommt gleich noch ein bisschen Boden rein. Ja, müsste so aufgehen. Was wenigstens wieder um den normalen Sachen erstmal einen Fußboden habe. Bin ja auch sehr schlau. Ich habe doch die Better Builders Rent Mod mit drauf. Ach, ja, Jemine. Da könnte man sich doch glatt selber ohrfeigen. Und ich bin noch am überlegen, ob ich die Carpenters Mod mit drauf nehme. Wegen den Druckplatten, die dann sozusagen nur von Spielern betreten werden können. Mache ich hier die Tür hin, eine Doppeltür. Ja, dann kann man halt hier einen kleinen Aufgang und hier einen Abgang zum Feldern hin machen. Gegebenenfalls dann sogar noch so breit. Aber ich denke mal, das machen wir dann im nächsten Aufnahmeteig. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und noch komm. Tschüss, bis zum nächsten Mal.